freedom and life may be taken away from us but not our honor i had to leave the country uh, to find safety to another uh, place because my name has been uh, printed i have been branded as a rebel so i had to leave uh, my country to find safer place outside of the philippines the statement touched me very emotionally because a while ago my uh, colleague who is also working for human rights and justice and peace in the philippines was uh, arrested. so it means i can also be arrested and our life is in danger. In, during my time in exile, loneliness uh, strikes me. Being away from my community, there is a feeling of guilt inside me, uh, because I can no longer be their, their father. I feel that I am connected with Otto Wells because I am also fighting for freedom, human rights and justice in the Philippines, as he did during his, his time. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Körperforum und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern am Livestream. Ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer Veranstaltung Exil und Heimaten, die Suche nach der eigenen Identität und die Überwindung von Fremdzuschreibungen. Mein Name ist Lothar Dittmann und ich bin Vorstand hier in der Körperstiftung. Dieser Abend ist die dritte und letzte Veranstaltung unserer Reihe in Deutschland im Exil. Von Fluchterfahrungen, dem Ankommen und gemeinsamen Perspektiven die wir gemeinsam mit NDR Info durchführen. Vor zwei Wochen haben wir Einblick gewinnen können in die individuellen Erfahrungen einer Flucht ins Exil und die damit verbundenen Lebensgeschichten. Letzten Montag ging es um das Ankommen im Exilland und um die Frage, wie sich die betreffenden Menschen hier einbringen und auch integrieren können. Heute soll es vor allen Dingen um Fragen der Identität gehen. Wie sehen und wie beschreiben sich Exilierte selbst? Welche Zuschreibungen erfahren sie von außen? Ist es hilfreich oder sogar notwendig Kategorien zu bilden, wenn sich doch die Einzelschicksale komplett voneinander unterscheiden? Was transportieren bestimmte Begriffe? Wie wirken sie in unserer Wahrnehmung und wie wirken sie sich auf den politischen und gesellschaftlichen Diskurs aus? Wir in der Körber Stiftung haben uns sehr bewusst für den Themenschwerpunkt Exil entschieden. Es ist zum einen ein Brückenschlag in die Vergangenheit Sie wissen, dass während der NS-Zeit viele Menschen Deutschland verlassen mussten und ins Exil zum Beispiel nach Skandinavien, in die USA oder auch in die Türkei geflohen sind. Die konkreten Geschichten sind natürlich andere gewesen, aber die Erfahrungen und Empfindungen gleichen sich über die Zeit hinweg. Das wird auch in der Kampagne deutlich, zu der Sie eben gerade einen Film gesehen haben und zu der Sie aktuell an vielen Stellen in der Stadt Plakate sehen können. Exilanten von heute stellen jeweils ein Zitat eines Exilanten von damals vor, weil sie sich dort wiederfinden und fast nahtlos mit ihren eigenen Erlebnissen, Wahrnehmungen und Gefühlen anknüpfen können. Die Entscheidung für den Begriff und das Thema Exil ist aber auch eine programmatische gewesen. Begriffe wie Flüchtlinge oder Migranten unterscheiden nicht und sind deswegen auch wenig hilfreich, wenn es darum geht, unsere Verantwortung für die betreffenden Menschen zu klären und über die Formen der Hilfe nachzudenken. Grob gesagt gibt es ja mindestens drei Gruppen von Menschen, die in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland und nach Europa gekommen sind. Zum einen Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind, weil sich die ökonomischen Bedingungen in ihren Heimatländern verschlechtert haben, weil sie dort keine Zukunft mehr sehen oder weil sich die Lebensbedingungen gerade dramatisch verändern, zum Beispiel durch die Klimakrise. Dann die zweite Gruppe, Menschen aus Kriegsgebieten und Bürgerkriegsgebieten die nicht mehr in ständiger Todesgefahr leben wollen oder deren Heimat zerstört worden ist. Und schließlich die dritte, Menschen, die wegen politischer Verfolgung in ihren Herkunftsländern um Leib und Leben fürchten müssen. Zu allen drei dieser Gruppen brauchen wir eine gesellschaftliche Haltung und am Ende auch politische Lösungen. Leider, das wissen Sie alle, sind wir davon weit entfernt, sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union. Das mag auch damit zusammenhängen, dass wir eben nicht differenzieren zwischen den unterschiedlichen Gruppen, ihren deutlich voneinander unterschiedenen Notlagen und unseren Verpflichtungen zur Hilfe. Wer nach Deutschland kommen will, kann sich eigentlich aktuell nur auf das im Grundgesetz verankerte Asylrecht berufen, obwohl dieses Recht eben für das Gros der zu uns kommenden, jetzt benutze ich auch einmal pauschal diesen Begriff, für das Gros der zu uns kommenden Flüchtlinge eben gerade nicht zutrifft. Wir sind damit eigentlich schon tief in einer Debatte, die in Deutschland geführt werden müsste und geführt werden sollte, die aber nicht stattfindet, weil es zumindest seit 2015 scheinbar nur noch weiß oder schwarz, aber keine Grautöne mehr gibt. Die Gründe dafür sind vielfältig und wären mindestens einmal einen eigenen Abend wert. Das 2015 darf sich nicht wiederholen: Trauma auf der einen Seite, genauso wie die moralisch überhöhten Maximalforderungen auf der anderen Seite. Die besondere Verantwortung, die wir als Deutsche seit dem Holocaust, das glaube ich tatsächlich verinnerlicht haben, wenn es um bedrohte Menschen geht und ein Europa, das offenbar nur noch als Wohlstandsmodell und nicht als Wertegemeinschaft funktioniert. Und sicherlich gibt es noch einige Gründe mehr. Schade, dass sich deshalb politisch zeitweise gar nichts und häufig alles nur noch sehr langsam bewegt. Wir konzentrieren uns deshalb in unserer Arbeit auf das, was wir für unstrittig halten und was als Herausforderung für eine Stiftung wie die unsere auch machbar ist. Wir wollen Exilanten, die bei uns leben, eine Stimme geben. Wir wollen dabei helfen, dass sie hier eine Heimat finden. Und wir sind überzeugt davon, dass Exilanten die Menschen sind, die im Kern gemeint waren, als die Mütter und Väter des Grundgesetzes den Asylparagraphen formulierten. Menschen, die ihre Heimat nicht freiwillig verlassen. Sondern aufgrund von Ausweisung, Verbannung, Vertreibung, Ausbürgerung, Zwangsumsiedlung oder eben Verfolgung. Die Suche nach der eigenen Identität und die Überwindung von Fremdzuschreibungen lautet der Titel, der Untertitel der heutigen Veranstaltung. Ich bin gespannt, wie sich unsere heutigen Gäste im Gelände unserer gesellschaftlichen Begriffe und Kategorien bewegen, was sie für sich oder auch für andere als hilfreich oder eben auch als störend oder falsch empfinden. Und ob es in unserer Zeit der immer kleiner werdenden Blasen überhaupt noch ein Wir gibt aus menschlicher oder aus politischer Sicht. Auf dem Podium diskutieren werden heute Kybra Gymijai, Pedro Kadiva und Nadia Naschir Karim. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Ausführlich vorstellen wird Sie gleich unser Moderator Andreas Kunt. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Die Damen und Herren stehen da hinten schon. Danken möchte ich dem NDR, heute vertreten durch Angela Ahrens und Angela von Portan, für die engagierte, angenehme und mittlerweile langjährig bewährte Zusammenarbeit. Hinweisen möchte ich gerne noch darauf, dass Sie das, was Sie heute hier erleben, morgen als Zusammenfassung in NDR Info im Forum um 20.30 Uhr hören können. An der heutigen Diskussion dürfen und können Sie sich gerne wieder beteiligen über Mentimeter. Wir sammeln die betreffenden Fragen. Und zum Schluss muss ich noch erwähnen, dass wir natürlich wegen der Corona-Pandemie leider nicht, wie sonst üblich, bei uns hier einen Nachempfang durchführen können. Ich bitte Sie dafür um Verständnis und wünsche uns einen spannenden, interessanten und informativen Abend. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Kuhn, gerade gesagt, Moderator von NDR Info. Und auch ich darf Sie herzlich einladen, an dieser Diskussion möglichst auch rege teilzunehmen. Denn wir werden nachher im zweiten Teil der Diskussion natürlich gerne auch Ihre Fragen, Ihre Diskussionsbeiträge hier berücksichtigen und dann mit Ihnen besprechen. Wir haben ja schon zwei Abende zu diesem Thema, wie gerade schon gehört, hinter uns und haben eigentlich das Gefühl gehabt, da gab es immer eine große Resonanz, auch große ja vielfältige Fragen aus ihrem Bereich, die wir natürlich gerne in diese heutige Veranstaltung mit einfließen lassen. Eigentlich sind auch alle Regeln schon erklärt, so dass wir uns direkt mit unseren Gästen beschäftigen können. Das Thema des heutigen Abends ist eben auch klar, wir wollen über das Thema Exil und Heimaten sprechen mit Menschen, die teilweise zu uns gekommen sind, teilweise aber auch hier in Deutschland geboren sind und natürlich ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben im Umgang miteinander in unserer Gesellschaft. Und das, was wir gerade gehört haben, das sollte ja irgendwie nicht nur das Ziel des heutigen Abends sein, sondern eben auch möglicherweise das Ziel in unserer Gesellschaft nicht allzu lange hin mehr, dass wir tatsächlich über sämtliche Wurzeln hinweg miteinander umgehen und auch feststellen, dass wir voneinander eine ganze Menge lernen können. Und wer lernt nicht gerne, auch bis ans Lebensende. Und das sollte vielleicht auch das Motto unseres Miteinanders sein. Unsere Gäste heute, die darf ich Ihnen vorstellen. Nadja Naschir Karim wurde 1955 in Kabul, in Kabul in Afghanistan geboren, wuchs dann in Kunduz auf. Viele von Ihnen kennen das mehr oder weniger natürlich als Militärlehrer der Bundeswehr. Sie studierte zwei Semester Germanistik an der Universität in Kabul, schloss dann ein Studium der Medienwissenschaften an der Universität in Osnabrück, also bei uns im Norden ab. Und sie lebt seit 1975 in Deutschland vorwiegend, aber auch immer wieder in ihrer Heimat. Sie ist freiberufliche Journalistin im Hörfunk, unter anderem für den WDR und auch für uns für den NDR tätig. Als Übersetzerin übertrug sie, hier spricht Guantanamo, Guantanamo von Roger Willemsen Deutsch, vom Deutschen ins Dari. Und sie ist Mitbegründerin, das darf ich gleich an der Stelle nochmal deutlich sagen, sie ist Mitbegründerin und Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins. Und Trägerin des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und des Elisabeth-Siegel-Preises der Stadt Osnabrück. Und der Afghanische Frauenverein lädt sie herzlich ein heute diese Broschüre mitzunehmen. Wenn Sie nachher aus diesem Saal herausgehen, nehmen Sie die ruhig mit. Ist auch desinfiziert. Also Sie brauchen da keine Sorge zu haben, dass da irgendwelche Coronaviren drauf sind. Alles sauber. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie sich diese kleine Broschüre mitnehmen. Da können Sie eine ganze Menge noch mehr erfahren. Möglicherweise viel mehr als das, was wir heute hier in diesem Zusammenhang auch besprechen werden. Wie gesagt, am Ausgang liegt die für Sie bereit. Wir haben heute als Gast Kybra Gümischai. Sie ist 1988 in Hamburg geboren. Also, Heimspiel für sie. Studierte dann Politik hier in Hamburg, aber auch in London. Lebte zeitweise in Oxford und jetzt aber natürlich wieder in Hamburg. Wer einmal in Hamburg war, kommt natürlich immer gerne wieder zurück. Und sie ist Autorin des Bestsellers Sprache und Sein. Der wiederum ist im Frühjahr 2020 bei Hansa Berlin erschienen. Sie ist Co-Gründerin von Eden, einem feministischen Co-Creation Space in Hamburg. Sie startete zahlreiche Kampagnen und auch Vereine, in denen sie aktiv gewesen ist, unter anderem die Antirassismuskampagne Schau hin, das feministische Bündnis Ausnahmslos und die Kampagne Organisierte Liebe. Und wir haben Pedro Cardi war hier, der kommt extra aus Berlin heute zu uns. Er wurde im Iran geboren, genauer gesagt in Shiraz, und emigrierte im Alter von 16 Jahren 1983 zunächst mal nach Frankreich, machte dort in Paris Abitur. Und hat dann Literatur- und Theaterwissenschaften an der Universität Sorbonne Nouvelle studiert. Parallel zu seinem Studium arbeitete er 1988 als Regieassistent in verschiedenen Theatern in Paris. Und seit 1993 ist er als Theaterregisseur tätig. Im Jahr 2014 wurde er mit dem Prix SACD, ich habe mir das extra so sagen lassen, Prix SACD, und jetzt kommt mein Französisch, de la Drame Langue français 2014 <laughs> und dem Prix de la Création du Centre National du Théâtre ausgezeichnet. Jetzt kommen wir ins Deutsche. Sein kleines Buch der Migration ist im September 2017 in deutscher Übersetzung bei Sujet erschienen und sein Stück Kunst der Flucht, das er im Rahmen eines Projektes mit LGBT-Flüchtlingen entwickelt hatte, wurde in seiner Inszenierung im Juli 2017 am Gorki-Theater in Berlin Uhr aufgeführt und im Oktober 2021, also in wenigen Wochen, wieder aufgenommen. Und das sind unsere Gäste, mit denen wir heute diskutieren wollen. Und es soll ja heute auch mal um Sprache gehen. Wir haben dieses Thema in den letzten Abenden immer so ein bisschen ausgeblendet, weil doch die Gespräche dann in eine etwas andere Richtung gelaufen sind. Aber wir wollen heute mal das Wort Exil, das Wort Migration ein bisschen genauer beleuchten. Und da würde ich gerne mit Pedro Cardiva anfangen. Im Laufe Ihres Lebens, dieser Begriff, ist der Ihnen eigentlich häufiger untergekommen und wenn ja, hat er sie in diesem Leben dann an der einen oder anderen Stelle eher zurückgeworfen in dem, was sie vorhatten? Hat er sie einfach begleitet? Haben sie ihn einfach nur so wahrgenommen? Oder hat er ihnen an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar geholfen, voranzukommen in ihrer Arbeit? Es geht um den Begriff Migration. Ja? Ähm ich würde sagen, der Begriff hat sich immer erweitert. Und hat sich befreit auch von vielen Vorstellungen, die man von außen darauf projiziert, und ähm, hat sich immer wieder als, ein wichtiger, als einen wichtigen Lebensbegriff bewiesen. Das heißt, äh, eigentlich etwas, das ist ein Begriff, der uns alle betrifft, auch wenn wir keine Migranten sind, anscheinend. Ähm, denn ich würde sagen mit, mit Hölderlin, dass eigentlich das Eigen ist das Schwerste. Und man wird eines Tages geboren, ohne es verlangt zu haben, ohne gefragt, geworden, ohne gef gefragt zu werden. Und dann kommt ein Ta eines Tages, wo man sagt, ach, das ist meine Sprache, meine Muttersprache. Warum spreche ich diese Sprache überhaupt? Was habe ich mit diesem Land zu tun? Ähm, und egal, ob man Migrant ist oder nicht, gibt es einen Moment von Migration, in dem Sinne, dass man sich diese Frage stellt. Und äh, das eigene ist nicht eben etwas, die Heimat, die Muttersprache, wie man sich oft vorstellt. Das ist kein Paket, was man immer in sich trägt und ähm, womit man oder wozu man eine selbstverständliche, ausschließliche Verbindung hat. Das bewegt sich. Ähm, und eigentlich, man hat keine identitäre Verbindung zu dieser Heimat, sogenannte Heimat. Ähm, und dann kommt natürlich auch diese Frage von Ver Verwurzelung, wovon man ständig redet, auch wenn es um Heimat geht. Und eigentlich, sagt Epiktet, äh, die Verwurzelung ist überhaupt nicht in der in den, in den Menschennatur. Der, Me Menschen der Mensch ist nicht dafür geschaffen, überhaupt sich überhaupt zu verwurzeln. Äh, der ist geschaffen, um zu reisen, zu migrieren. Ähm, und deswegen dieser Begriff Migration eigentlich ist etwas, was nicht nur für Migranten äh, gilt, sondern etwas, was wir alle als Suche nach einem Lebensraum immer wieder treffen und das ist nie zu Ende. Äh, auch wenn man immer am selben Ort bleibt und lebt, ist die Frage nach Lebensraum, nach Perspektive immer präsent. Also können wir sagen, dass der Begriff Exil oder Migration für Sie ein eigentlich hohler Begriff ist, der sich in Ihrem Leben so nie wiedergespiegelt hat? Also, ich habe eigentlich festgestellt, dass. Ähm, dass genauso im Leben von anderen Menschen, genauso in, wie in meinem, ist das ein Begriff, was sehr wichtig ist. Und als Lebensbegriff eben ist das ein Begriff, der, äh, womit alle Menschen zu tun haben. Und eigentlich diese Definition von Migrant als jemand, der irgendwann seine Heimat verloren hat, ist ein sehr. Mh, das ist nur eine Ebene der Sache. Es gibt nicht nur geografische Migration. Und ich sehe in jedem Menschen eigentlich, in jedem Menschen einen Migrant. Hon Nadia äh, Nashir Karim, äh, an Sie die Frage natürlich genauso: dieser Begriff Exil, äh, Migration. Ist das für Sie? so eine Worthülse, die sie aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, aufgrund ihres eigenen Lebens eigentlich gar nicht wiedergeben können und der sie sozusagen bestenfalls mal begleitet hat, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal katalogisiert oder schubladisiert hat oder so, ist das eine Geschichte, über die wir uns viel zu viel Gedanken machen, weil Menschen wie Sie oder auch Pedro aus sich selber heraus ja ein ganz eigenes Schicksal und ein ganz eigenes Leben leben, was unabhängig von Begriffen sein kann. Ich bin in den 70er Jahren hier nach Deutschland gekommen und empfand das als ähm, positiv. Es, gab, es ist immer natürlich eine Sehnsucht da. Meine äh, äh, Heimat Afghanistan ist meine emotionale Heimat. Deutschland ist meine rationale, meine intellektuelle Heimat. Und ich denke, man kann genauso zwei Heimate haben. Warum muss man das alles immer problematisieren oder sich als Opfer sehen? Natürlich gibt es Sehnsucht. Sehnsucht gibt es viel. Äh, ich würde äh, man ist ja ein spiegelbild auch der gesellschaft als ich am anfang nach deutschland kam war für mich auch, dass sie sagten, ah, du kommst aus Afghanistan, da gibt es ja, da war diese Flower Power Zeit, das ist ja Joins und diese afghanische Hunde, das waren so Stereotypen, in den 80er Jahren waren dann die Sowjets und dann 2000 waren Taliban, also es gibt immer Stereotypen, aber Afghanistan ist natürlich viel mehr als das, was man ja verbindet, eine viel lange... Viel, ähm, eine Kultur, eine alte Kultur, 4000 Jahre Kultur, es gibt einen Alltag, es gibt äh, Menschen. Man kommt manchmal in eine Situation, wo man immer in einer Defensive geht und erklären muss, nicht überall. Aber es hat auch vieles Positives auch in den 70er und 80er Jahre gebracht. Allerdings würde ich auch sagen, seit 2015, also ich habe so zwei Erlebnisse, zwei Abschnitte. Als die Mauer fiel, da äh, habe ich negative Erfahrungen in Deutschland gemacht. Ähm, und als 2015 war, auch persönlich, äh, das fängt ja mit Wörtern auch an, mit Blicke der Menschen auch an, äh, woher du kommst und was du machst. Dennoch, äh, ich persönlich finde es immer ähm, äh, bereichernd, wenn, eine, ähm, wenn, wenn man zwei Heimate hat, weil man kann sehr viel, also für mich sind, äh, ist die deutsche Sprache und die afghanische Sprache, ich fühle mich äh, beides, äh, es ist äh, sozusagen die afghanische Sprache ist mehr meine Heimat als die deutsche Sprache, dennoch, äh, das ist auch meine Identität, das ist auch meine, meine Wurzel. Und äh, Entschuldigung noch etwas mit den Klischees haben Sie gefragt. Ähm, es gibt äh, wirklich die Klischees zu brechen, ist sehr schwierig, schwieriger geworden. Man muss aber erstmal seine eigene Geschichte des Landes kennen. Auch in Deutschland finde ich wichtig die äh, Vergangenheitsbewältigung. Ich habe zwei Söhne und ich weiß, als mein älterer Sohn äh, im zweiten Schuljahr war und äh, äh, das äh, über Antisemitismus äh, schreiben sollte, einen Aufsatz. Meine Großmutter ist Deutsche, die stammt aus Worms, also ich habe deutsche Wurzeln. Und über Reichskristallnacht war mein Sohn der Einzige in der Klasse im zweiten Schuljahr, wo über Reichskristallnacht, wo sie äh, die Elisabeth Louis geschrieben hat. Das heißt, auch in Deutschland muss diese Vergangenheitsbewältigung in den Familien stattfinden, damit man auch andere Kultur versteht, damit man dann auch. Ähm, sich selbst auch versteht, um andere Kulturen zu verstehen, um wahrzunehmen und zu akzeptieren. Ich hoffe, ich habe das nicht so sehr kompliziert ausgedrückt. Ich glaube, wir haben Sie sehr gut verstanden. Ich würde auch gleich gerne noch eine Nachfrage stellen, weil Sie gerade gesagt haben, so die eigene Kultur, die eigene Geschichte kennen. Sie haben sich zu Ihrer eigenen Geschichte ja auch geäußert, zur Geschichte Ihres Landes. Haben Sie denn das Gefühl, das führt jetzt vielleicht gerade an dieser Stelle vom Thema ein Stück weit weg, aber es würde mich an dieser Stelle deutlich interessieren, haben Sie denn das Gefühl, dass, dass wir Deutschen uns unserer eigenen Kultur, auch unserer eigenen Geschichte wirklich immer Bewusst sind, wir haben vorhin in der Einleitung gehört, das sind wir, was den Holocaust angeht, schon. Und deswegen sind wir eigentlich auch ein Volk, das sagt, wir wollen auch helfen. Haben Sie das Gefühl, dass das wirklich so ist? Dass, die, dass, dass wir uns unserer eigenen Geschichte, auch der Geschichte des Holocaust, wirklich bewusst sind und aus dieser Situation, aus dieser Geschichte heraus, in der heutigen Gegenwart wirklich so reagieren, wie man das auch erwarten könnte. Oder, oder ist das eine Geschichte, die wir doch eher wegschieben und, und deswegen auch eher so ein bisschen. Ich sag mal in, in, in dünner Luft unterwegs sind? Also, ich habe die Geschichte mit Reiskristallnacht erlebt bei meinem Sohn, auch in der Schule. Das war für mich so ein Beispiel, aber es ist sehr wichtig. Ich denke, dass viele meiner deutschen Freunde sich mit dieser Thematik beschäftigen, bewusst und auch äh, dagegen kämpfen und äh, aktiv sind, aber die Mehrheit in den Familien. Es gibt äh, Bildung alleine reicht nicht aus, sondern es muss eine Aufklärung geben. Es muss eine Aufklärung der Generation geben von Älteren, die Zeitzeugen sind, äh, verschiedene Generationen, die den Krieg auch erlebt haben. Ich denke, da fehlt das sehr stark auch. Es wird immer auf einer intellektuellen Ebene. Äh, ich weiß noch in den 70er und 80er Jahre. Es war so viele Ausstellungen zu Antisemitismus. Ich war so oft in dem Museum und bin oft gewesen und habe gesagt: Mein Gott, jetzt reicht mir, Aber ich kann das nicht mehr sehen. Aber und wenn man jetzt denkt, dass AfD es gibt, das ist äh, wirklich ein Schlag ins Gesicht der Demokratie in Deutschland. Das finde ich ja äh, ein Ding, also, dass es da auch diese rechte Gedanken gut gibt. Und warum gibt es sie? Da muss man sich fragen, warum die Ursache zu fragen. Weshalb gibt es diese rechte Gedanken? Warum gibt das? Das ist ja eine Bereicherung eigentlich, wenn viele Kulturen äh, zusammentreffen. Kübra Gümischai, Sie sind in Hamburg geboren und Sie sind eine Frau des Wortes. Sie äh, schreiben Blogs, Sie schreiben Kolumnen, in denen Sie, Sie immer sehr klar formulieren. Welche Erfahrung haben Sie denn mit, mit äh, Sprache gemacht? Äh, sind Sie mit Ihrer Sprache immer gleich durchgedrungen oder haben Sie damit auch bei anderen Kopfschütteln Widersprüche provoziert und äh, mussten Sie darauf dann in besonderer Art und Weise reagieren? Ja, wir haben ja gerade bei, der Aus bei den Ausführungen von Herrn Kadi war sehr schön erlebt, wie das gleiche Wort eine ganz andere Bedeutung haben kann und wie auch Worte mit Bedeutung jenseits der politischen Debatten gefüllt werden können, mit einem solchen Reichtum, mit so viel Facettenreichtum, dass äh, sich, glaube ich, viele im Ra Raum dann plötzlich sehr stark anfreunden würden mit einem solchen Begriff wie Migration, der ja im politischen Diskurs ja, eher mit sehr negativen Assoziationen verbunden ist. Ähm, und so ist halt Sprache. Sprache ist das, was wir Menschen daraus machen. Und für mich war tatsächlich, ähm, ne, also allgemein ist ja für die äh, so Konferenzreihe, die Veranstaltungsreihe, so Exil irgendwie steht so drüber, ich habe mich nie im Exil gefühlt. Ich bin auch, ähm, ne, ich bin hier geboren, ich ähm, habe diese, was man klassisch darunter versteht, nie erlebt. Aber als ich mich mit Sprache befasste und ähm, mit der Art und Weise, wie unterschiedliche Autorinnen in den verschiedensten Ländern, äh, unterschiedlichsten Zeiten Sprache genutzt haben und sich manche im, im sprachlichen Exil fühlten. Und, ähm, und zwar dann, wenn sie gemerkt haben oder erkannt haben, dass die Sprache, die sie nutzen, um zu schreiben, nicht die ihre ist und sie in dieser Sprache nicht äh, gemeint sind, dass die Sprache nicht für sie gemacht ist, sondern dass man in dieser Sprache über sie spricht. Ähm, eine spannende Autorin, oh, jetzt ist mir Name entfallen, vielleicht kommt er jetzt, ähm, die ursprünglich, äh, ich glaube, aus dem Bangladesch stammte und in den USA dann, äh, Jumpalahiri. In den USA dann äh, Autorin wurde, Pulitzer-Preisträgerin war und sehr erfolgreich. Aber äh, weder ihre Muttersprache noch die Sprache, in der sie so viele Preise gewonnen hatte, war eine Sprache, waren Sprachen, wo sie sich ähm, frei fühlte. Und dann, als sie das erste Mal in Italien dann Italienisch hörte, hat sich total zu dieser sprache hinzugezogen gefühlt hingezogen gefühlt und hat dann äh, über die verschiedensten jahre dann versucht diese sprache zu lernen und dann mit ich glaube mitte 40 beschlossen nur noch auf italienisch zu veröffentlichen und warum erzähle ich das ich erzähle das deshalb weil ähm, die die sprache für die für die einen die sprache der freiheit bedeuten kann für andere ein gefängnis sein kann ein anderes schönes beispiel auch aus dem us-amerikanischen kontext ist der von james baldwin ein ein, ähm, afroamerikanischer Autor, der nach Paris ging in den 60er Jahren und dort schrieb. Ähm, und er beschreibt, wie die Sprache nicht die seinige ist und wie er mit ihr kämpfte. Und dann irgendwann erkannte, dass ja die Schuld der Sprache sein kann, aber dass es auch ähm, seine Verantwortung ist seine Erfahrung in die Sprache hineinzutragen und die Architektur unserer Sprache auszubauen. Und jetzt habe ich ganz viele verschiedene Beispiele gegeben und die Frage ist, worauf will ich hinaus? Und was hat das für uns heute zu bedeuten? Was Herr Kadiva gerade so schön gemacht hat, ist ja eigentlich aufzuzeigen, wie ein Wort, das so politisch umkämpft ist, zu einem sehr schönen Raum werden kann. Und viele der Begriffe, über die wir diskutieren, ähm, äh, haben eigentlich das Potenzial, sehr viel größer zu werden, mehr zu sein als das, was wir in erster Linie damit verbinden. Ähm, aber was Frau Neshi auch angesprochen hatte, ne, mit der AfD jetzt im Bundestag findet auch eine Sprache in unsere Gesellschaft Eingang, eine äh, verrohte Sprache, eine Sprache, die Menschen entmenschlicht, wenn über geflüchtete Menschen als Flüchtlingswelle gesprochen wird und wir gar nicht mehr Individuen überhaupt wahrnehmen können, weil wir gleich von einer Naturkatastrophe sprechen, die über uns einherbricht, oder wenn wir von Bahnhofsklatschern sprechen und vielen anderen Begriffen, die Menschen demütigen sollen, die ähm, Menschen schlecht darstellen sollen, dann ist es nicht einfach nur so, dass wir ein weiteres Wort für die Realität beschreiben, ja, man kann das so oder so beschreiben, sondern wir nehmen in dem Moment, in dem wir bestimmte Worte nutzen, auch eine bestimmte Perspektive ein, und zwar eine entmenschlichende Perspektive. Und in unserem politischen Diskurs geht es aktuell nicht nur um Sachverhalte, sondern auch um einen Kampf darum, durch wessen Augen wir auf die Gesellschaft schauen. Sie haben ja auch in deutscher Sprache veröffentlicht. Sie haben gerade jetzt die Sprachen noch ein bisschen gegeneinander gehalten. Haben Sie denn das Gefühl, dass die deutsche Sprache überhaupt in der Lage ist, sozusagen diese, diese unterschiedlichen Interpretationen, die ja teilweise auch gefühlsmäßig bestimmt sind oder gerade gefühlsmäßig bestimmt werden könnten, dass sie das überhaupt zulässt? Oder sind wir Deutschen mit unserer Sprache eigentlich gerade daran interessiert, dass es möglichst schnell katalogisiert werden kann, weil wir das als Menschen in Deutschland brauchen? Wir können nicht über gewisse Tellerränder. Schnell hinausschauen. Da würden Sie jetzt direkt nach ähm, dem Holocaust den ähm, Philosophen und Linguisten ähm, George Steiner fragen, der sagte, ähm, sinngemäß, alles vergisst nur die Sprache nicht, ist sie erst einmal durchseucht von ähm, diesem Gedankengut, kann sie nur mit der kräftigsten Kraft bereinigt werden. Und er sprach über die Sprache nach Kriegsdeutschland, von der er sagte, sie sei noch immer durchseucht durch dieses Denken. Und, und ich fand das sehr, eine sehr interessante Betrachtungsweise, weil wenn man sich Sprache nicht vorstellt wie ja, einfach ein neutrales, ein, ein neutrales Objekt oder irgend so ein Werkzeug, was man benutzt, um sich zu verständigen, sondern dass Sprache eigentlich ein Ort ist, den wir schaffen. Und je nachdem, wie wir miteinander sprechen, je nachdem, welche Worte wir verwenden, schaffen wir Orte der Begegnung ähm, oder abstrahieren Menschen derart, dass wir es rechtfertigen können, Menschen abzusprechen, dass man sie beim Ertrinken rettet oder dass man sie ermordet, äh, dass man äh, Menschen, dass man einen Genozid begeht. All diese Dinge. Das kann Sprache. Sprache hat extrem viel Potenzial, positives, aber auch sehr viel negatives Potenzial. Und was er da beschreibt oder beschrieb, war, wie im Nachkriegsdeutschland das noch immer sichtbar war in der Sprache. Aber. Ähm Seither wurde viel darüber diskutiert. Es gibt Wörter, von denen wir wissen, sie sind völkischer Natur. Sie sind nicht einfach nur irgendwelche Wörter, die keinerlei Historie tragen, sondern sie sind Relikte einer eine Ideologie, die wir heute nicht mehr anwenden wollen. Und es geht nicht darum, Wörter zu verbieten. Es geht, Ich, ich finde auch diese Debatten, wo es immer darum geht, ähm, wo Leute fragen, ja, was darf man dann noch sagen? Die Frage ist doch, dann würde ich lieber zurückfragen, wie wollen Sie sein? Was ist Ihr Ideal? Wollen Sie ein Mensch sein, der solche Wörter benutzt? Wollen Sie ein Mensch sein, der Menschen derart entmenschlicht? Ist das Ihr Ideal? Müssen wir immer darüber diskutieren, was man noch sagen darf? Sollten wir nicht viel mehr darüber diskutieren, wie wir miteinander sprechen wollen? Und ähm, ich sehe da sehr viel Entwicklung, ich sehe da sehr viel Spielraum. Ich ähm, sehe aber auch, wie wir diese Debatten bislang sehr, sehr... Destruktiv geführt haben, nicht verantwortungsbewusst und nicht konstruktiv, sondern auf eine Art und Weise, wo man glaubt, man müsse etwas erhalten, von dem, das wird ja so oder so bestehen und erhalten sein, auch wenn man es verbieten würde. Und die Fragen, die wir uns eigentlich stellen sollten, die diskutieren wir nicht. Pedro Cadiva, Sie haben die Sprache Ihres Heimatlandes, Ihres Mutterlandes abgelegt. Was verbinden Sie denn mit der mit der deutschen Sprache, ist das für Sie eine, eine Sprache, mit der Sie auch gut leben können? Sie haben ja auch in Frankreich gelebt, hat äh, Abitur gemacht, Sie können auch Französisch, also können Sie diese unterschiedlichen Sprachentwicklungen nachempfinden und können Sie sagen, ja, ich verbinde mit der französischen Sprache, ich sage das jetzt mal pauschal und klischeehaft als deutscher äh, Poesie und mit der deutschen wieder eher so, ja, etwas mehr härteren Klang und vielleicht auch härtere Aussagen? Ähm, Nein, also so kann ich nicht darüber reden, natürlich, weil das ist Projektion nach von, von, von außen. Ich habe sie von innen erlebt, tatsächlich. Und ich kann nur sagen, ähm, ähm, die deutsche Sprache bleibt trotzdem eine Fremdsprache, die ich relativ gut spreche oder mit der ich vertraut bin. Und dadurch, dass ich Französisch erst also mit 16 gelernt habe, viel früher natürlich, ich habe eine ganz andere emotionale Beziehung dazu. Äh, aber vielleicht zurück zu der Muttersprache tatsächlich. Ich habe meine Muttersprache über fünf oder sechs Jahren verweigert. Ich habe es verweigert, ich, sie zu hören, zu sprechen und zu schreiben. Und in Paris, als ich dort lebte, eben, ich habe, wenn ich Persisch gehört habe auf der Straße, zufällig bin ich weggerannt. Ich wollte nichts mit dieser Sprache zu tun haben. Und das hat mich, das hat, ich habe durch diese Erfahrung eben auch gelernt, Erstmal, wie die Muttersprache einen wichtigen Platz hat und gleichzeitig, wie dieser Platz trotzdem beweglich und relativ ist. Ähm, und in Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben, ich glaube tatsächlich, es geht auch darum, tatsächlich bestimmte Begriffe oder Worte zu befreien und andere Vorstellungen, also die Vorstellungen in Bewegung zu setzen. Und das Wort Heimat gehört dazu tatsächlich. Was man darunter versteht. In der Vorstellung, dass jeder Mensch hat eine Heimat hat. Es wird auch immer im Singular gefragt: Was ist deine Heimat? Man darf nicht mehrere Heimaten haben. Und jetzt, mittlerweile, bin ich auch dabei zu zweifeln, überhaupt, ob man eine einzige Heimat haben könnte. Weil diese Beziehung zu der Heimat ist immer auch beweglich und problematisch. Ein Freund von mir war vor, kurzem, vor ein paar Monaten in Meißen im Restaurant begleitet mit einem irakischen Freund. Und sie haben etwas bestellt, und anscheinend gab es kein Schweinfleisch dabei, bei dem, was sie bestellt haben. Und der Kellner hat gesagt: Richtige Deutschen essen Schwein. Ähm, das ist schon interessant. Das heißt, eigentlich, wir haben hier Integrationskurse für Flüchtlinge und für, äh, für Ausländer, wo man äh, viel über Deutschland auch lernt. Aber eigentlich, das Kriterium für diesen äh, jungen Kellner aus Meißen ist eigentlich Schwein essen für das Deutschsein. Das heißt eigentlich, es muss auch einige Schwein-Integrationskurse geben für Deutsche, die kein Schwein essen. Und ähm, das ist schon interessant. Also wie, also was bedeutet Deutschsein eben für uns allen? Also es ist, ist so unterschiedlich, das kann so unterschiedlich sein. Und das ist auch trotzdem Heimat. Also für ihn Heimat ist tatsächlich Deutschland und richtige Deutschen, die, als, die Deutschland als Heimat hätten, müssen, müssen Schwein essen. Ähm, und ich glaube, es geht darum, tatsächlich diesen Begriff von Heimat ein bisschen zu relativieren, zu befreien von diese ganze Last, was dahinter steht, als etwas Absolutes und Unbewegliches und Festes, was wir alle in uns haben. Ähm, vor kurzem gab es auch einen sehr schönen Dokumentarfilm auf Arte mit dem Titel Kleinen Germanen, ich glaube, hieß das. Und es ging um kleine Kinder, also um die Kinder, die in rechtsextremistischen Familien aufwachsen. Und es war auch unter anderem ein Interview mit einem. Äh, jungen Mann aus Österreich bei FPÖ äh, tätig und wirklich äh, ein Führer, also er gehört zu den führenden Kräften dieser Partei bei den eher jüngeren Generationen und ein Moment, es gibt einen Moment wo der Journalist ihn fragt äh, wieso also wie sind Sie dazu gekommen und er fängt an von Wien zu sprechen über Mozart über seine Liebe zu Mozart. Und während ich diese, diese, dieses Interview hörte, diese Stimme hörte von diesem jungen Mann, die, der eigentlich auf diese Art und Weise versucht zu erklären, warum er bei FPÖ ist, ich dachte mir, ich könnte genau so reden über Mozart. Ich bin auch mit Mozart aufgewachsen. Und nicht nur mit Mozart, sondern auch mit Beethoven und klassischer iranischer Musik und äh, Popmusik. Und, aber er würde vielleicht sich gar nicht vorstellen können, dass ich auch so über Mozart reden kann und genauso Mozart lieben kann. Und vielleicht auch nicht, dass vielleicht unter den äh, syrischen Geflüchteten, die hier sind, es gibt auch Musikwissenschaftler, die noch genau über Mozart reden können. Das heißt, in seiner Vorstellung, Mozart und Österreich kommen aus dem Him aus der, aus der Himmel. Sie äh, äh, haben nichts mit der ganzen Welt zu tun. Und die Vorstellung, dass auch Mozart vielleicht und bestimmt andere einflüsse aus anderen äh, ländern in seine musik eben ähm, gehabt hat das ist auch für ihn unvorstellbar und es geht, um diese, es geht darum tatsächlich diesen begriff von heimat in bewegung zu setzen und aus seine, diese schwere feste vorstellung zu befreien und eigentlich ich glaube das ist die grundlage für viele probleme die wir auch hier haben also wenn ich Sie richtig verstanden habe, definieren Sie Heimat als etwas, was aus einem selbst heraus entsteht, bei dem man sozusagen eigentlich dauerhaft äh, unterwegs sein kann, aber trotzdem in sich selbst das Gefühl von Heimat spürt und auch äh, verschiedene Verhaltensmuster, Verschei Verhalten, verschiedene äh, Erlebnisse verarbeitet und daraus sozusagen sein Heimatgefühl für sich selber ableitet, egal in welchem Land man sich gerade aufhält und egal in welchem Land man geboren ist. Ja, also es, wie auch Ernst Bloch meinte, Heimat ist nicht Raum, sondern Perspektive und die Perspektive bewegt sich und verändert sich und man braucht immer wieder neue Perspektiven. Ich will aber damit überhaupt nicht in Frage stellen, dass die Verbindung zu dem, zu dem ursprünglichen Land, zu der Herkunft, zu der ersten Muttersprache, würde ich sagen, weil man hat mehrere Muttersprachen danach, Unwichtig ist. Es geht überhaupt nicht, diese Wichtigkeit in Frage zu stellen. Diese, das ist absolut auch legitim. Nur das wird problematisch ab dem Moment, wo man daraus eine Ideologie macht, wo man äh, das als absolut und ausschließlich betrachtet. Äh, Nadja Naschir Karim, Sie haben ja im Grunde geschildert aus Ihrem Leben, dass Sie in äh, Afghanistan geboren sind und äh, dann nach Deutschland auch gezogen sind, dieser Wechsel. Sie können das ja im Grunde auch sehr gut beurteilen. Sind wir Deutschen in der Lage, das, was Pedro gerade skizziert hat, überhaupt zu erkennen, dass wir dass wir wirklich, dass wir Heimaten haben können, dass, dass die Menschen unterschiedliche Heimaten haben können und dass es nicht zwangsläufig sozusagen der Starnberger See sein muss und nicht zwangsläufig die Elbe in Hamburg sein muss, die Elbphilharmonie, die für mich Heimat reflektiert, sondern dass es sozusagen ein, ein, eine, eine Lebendigkeit in einem selber auch sein sollte und eine Offenheit? Ähm, ich denke, dass die Empfindung zum Thema Heimat sehr unterschiedlich ist. Eher, äh, was Sie das äh, sagen, empfinde ich nicht so. Für mich wäre dann zwei Heimate, Deutschland und Afghanistan. Und ich glaube, dass viele Menschen auch, äh, sie sagen, wir sind Weltbürger äh, und wir fühlen uns überall zu Hause, wo meine Sprache ist. Für mich ist das nicht so der Fall. Und ich glaube, dass auch bei, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist oder bei vielen Teilnehmern, die hier sind, äh, der Begriff Heimat, äh, also, für mich persönlich ist Sprache, Gerüche, Erinnerungen, es ist so komplex, man kann das manchmal auch nicht mit Wörtern fassen. Bin ich in Deutschland, fühle ich mich auch, wo meine Freunde sind, das ist auch meine Heimat, meine Familie. Bin ich in Afghanistan, das ist das Ort, wo ich aufgewachsen bin, Das sind bestimmte Pflanzen, Blumen, Gesänge, die Landschaft, also es ist so vielfältig, das ist so komplex. Vor allem die Sprache. Die Sprache spielt eine sehr große Rolle. Und äh, was Sie jetzt vorhin mit dem Thema ähm, ähm, Deutschsein äh, gefragt haben, für mich ist Deutschsein auch äh, eigentlich ein buntes Multikulti, äh, weil viel Deutschland in 20, 30 Jahren, es gibt so viele Mischehen, die aus äh, Migrationshintergrund auch sind, dass es auch, wenn man Kinder auf der Straße sieht, wie viele. Kinder sind, die aus verschiedenen Kulturen auch äh, Ehepaare, die zusammen heiraten. Das wird nie ähm, eine, eine Kultur sein, das wird viele Kulturen auch sein. Also das ist ein buntes, äh, bunter Garten mit vielen Blumen, würde ich sagen. Haben Sie denn das Gefühl, dass das mit einer neuen Generation tatsächlich anders werden kann? Ich will jetzt noch nicht den Begriff besser nutzen, aber dass es anders werden kann, dass dieses Miteinander äh, möglicherweise dann auch, viel, ganz anders möglich ist, diese Augenhöhe, die wir heute hier eingefordert haben und die wir auch in den vergangenen Abenden immer wieder diskutiert haben, ist die dann eher möglich? Wenn die Politik das fördert, vor allem, wenn, wenn in den Schulen, Schulbüchern, Schulunterricht, Kinder, also es gibt in vielen verschiedenen Bereichen. Je jünger die Menschen sind, desto mehr kann man sie auch beeinflussen. Und vor allem auch die Medien. Schon alleine, dass sie mit NDR zusammenarbeiten, das finde ich eine großartige Sache, weil das kommt ja mehr in der Öffentlichkeit. So denken die Menschen auch anders. Und die Medien tragen einen Beitrag dazu, die Politik. Ich glaube schon, wenn wenn die Politik und wenn die Gesellschaft und wenn die Medien viel mehr das fördert und nicht immer Hasskampagne geschürt wird, wenn nicht einseitige, wie Sie gesagt haben, die graue Zone gibt es nicht mehr, Vorurteile verstärkt werden, zu sehr auf ja, immer die Kriminalisierung von Migranten immer im Vordergrund gestellt wird, das heißt, es wäre viel wichtiger, auch den Alltag der Menschen zu zeigen. Ähm, und der Mensch muss im Vordergrund stehen, nicht, nicht die Nationalität. Vor allem, wenn es eine Schlagzeile gibt bei den, äh, eine Meldung, dass man nicht gleich die Herkunft auch erwähnt und sagt, äh, der kommt aus dem Land und es ist ein krimineller Tat äh, zustande gekommen. Schon alleine das ist das ja ein rassistischer. Es ist keine neutrale Meldung oder eine Nachricht. Also darüber was die Journalisten schreiben und berichten, sie müssen sehr genau und vielfältig sein. Es darf nicht an Anschaltquote und Marktanteile gehen. Es muss um die Berichterstattung, um Hintergrund, äh, darum muss es gehen. Das ist, äh, und ich glaube, wenn das der Fall ist und wenn die Politik auch mitmacht und die Parteien uns nicht kuschen und zivile Courage zeigen und eine Haltung zeigen, dann wird das auch äh, sein. Ich hoffe es. Dieser bunter Garten mit vielen Blumen. Sie wollten was erwidern, ergänzen, ich weiß nicht. Ja, ich war mehrfach kurz davor. Ich fand es sehr spannend, was gerade passiert ist, weil Sie haben erwähnt oder erzählt und ausgeführt, was Sie unter Heimat verstehen und was es bedeuten kann. Und Sie haben Ihre Perspektive darauf erläutert. Aber wir wissen ja nicht, was Heimat ist. Heimat ist eine Bedeutungsübereinkunft, aber im Grunde ist es kein Gegenstand, den wir fassen können, nichts, was man quasi objektiv betrachten kann. Ähm, ähnlich wie so Herzschmerz. Wir alle glauben zu wissen, was Herzschmerz sei, ähm, wissen aber nie letztlich, ob wir alle das Gleiche meinen. Ja? Es gibt Lieder dazu, es gibt Filme, es gibt Gedichte, es gibt Erzählungen, es gibt alles Mögliche. Und dann erlebt man vielleicht irgendwas, was man dann irgendwie darunter verbucht, aber mit Gewissheit wissen wir es letztlich nicht. Und ähnlich ist es bei dem Thema Heimat. Es ist eine Bedeutungsübereinkunft, die äh, alles Mögliche für unterschiedlichste Menschen bedeuten kann. Aber in dem Moment, in dem so ein Begriff politisiert wird, wird eine Definition dieser, äh, dieses Wortes uns allen sozusagen aufgedrückt. Und da kommt das ins Spiel, was Sie, Herr Kadiva, besprochen oder benannt haben, nämlich in dem sozusagen so ein Absolutheitsanspruch formuliert wird. Also so getan wird, als könne dieses Wort nur das bedeuten. Und das muss man jetzt schützen. Es gibt jetzt also ein Ministerium für Heimat. Und, äh, und dieses Abstrakte, von dem wir eigentlich nicht wissen, was es bedeutet, da wird sozusagen eine politische Definition uns auferlegt. Und ähm, die soll jetzt sozusagen bearbeitet werden. Und das ist aber das, was uns abhanden kommt in unserem politischen Diskurs, nämlich diese Ambiguitätstoleranz. Also auszuhalten, dass es unterschiedliche Interpretationen für das gleiche Wort geben kann. Auszuhalten, dass ein Sachverhalt aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet werden kann. Und was wir heute allgemein erleben auf diesem Podium, ist ja, dass so Stichworte genannt werden, die aber mit so viel. Eindrücken eigentlich befüllt werden können, aber Eindrücke, die in, in unserer Gesamtöffentlichkeit selten Eingang finden, weil, wie Sie gesagt haben, nicht die Menschen im Vordergrund stehen in unserer Berichterstattung, sondern ähm, man versucht, diese Menschen zu Protagonisten zu formen, die eine Erzählung ähm, unterstützen sollen, die quasi vorgegeben ist. Und das ist aber, das ist, das ist das, was wir brauchen in einer pluralen Gesellschaft wie der unseren. Wir brauchen, wir müssen alle erlernen, dass dinge vieldeutig sein können dass manchmal widersprüchliche aussagen gleichzeitig wahr sein können und das erfordert viel Selbstbewusstsein. Das erfordert auch eine gewisse Sicherheit ähm, und ich mache eine ganz kurze Klammer auf, das bedeutet nicht, dass man ähm, gleichzeitig sagen kann, dass die Erde rund ist und eine Scheibe ist. Äh, ähm, es geht also nicht auch nicht darum, bestimmte Menschenrechte in ihren Grundsätzen zu hinterfragen und das als Meinungsverschiedenheit einfach nur dastehen zu lassen. Nein, unser Grundgesetz gibt einen schönen Rahmen vor. Sie haben ja auch eingangs ähm, unser Grundgesetz zitiert, und was eigentlich die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes gemeint haben, als sie das Asylrecht verfasst haben, als ähm, sie Artikel 3 verfasst haben. Und, äh, und unsere Herausforderung als Gesellschaft ist es, ein Miteinander zu entwickeln, wo nicht eine Art und Weise, wie Menschen verstanden werden können, uns anderen aufgedrängt werden. Ich denke auch, das ist ein interessanter Aspekt, den wir jetzt hier in den ersten 20 Minuten, 25 Minuten erörtert haben. Der jetzt in dieser Form für mich zugegenommen, was auch neu ist, aber interessant ist, offen ist. Die Frage ist nur, wie kriegen wir diese Offenheit in unsere Gesellschaft? Was, wie, wie, wollen wir, wie wollen wir vorgehen, Menschen das Gefühl, Heimat nicht mehr als einen äh, Begriff zu verkaufen, der in irgendeiner Form irgendwo verdrahtet sein muss, sondern der individuell schaffbar ist, der individuell zu kreieren ist, den jeder für sich selber entwickeln kann und sagen kann, das ist mein Begriff für Heimat, das ist mein Gefühl für Heimat, ohne dass es sozusagen auch anderen vorgeschrieben wird. Du bist in meiner Heimat, jetzt benimm dich auch wie in meiner Heimat. Wie kriegen wir das hin, dass wir da diese Offenheit, die Sie gerade skizziert haben, dass wir die wirklich äh, zu einem Gemeinsinn regelrecht bekommen? Sie haben. Als letzten Punkt gerade erwähnt gehabt, ähm, ne, das ist meine Heimat ne, und benimmt dich hier so und so. Das ist nämlich der Hauptdiskurs, wo wir Heimat als Begriff diskutieren, nämlich als Ausgrenzung anderer. Ähm, und da entsteht natürlich keine Offenheit. Aber wenn Sie mit Ihrem 30 Jahre alten Freund diskutieren würden über Heimat, werden sie mit Sicherheit nicht die gleichen Dinge meinen. Ich habe keine 30 Jahre alten Freunde mehr. Ja, oder fünf Jahre oder zehn Stunden alte. Oder wenn jetzt hier im Publikum man anfangen würde, miteinander darüber zu diskutieren, alle würden unterschiedlichste Dinge damit meinen. Es gibt sozusagen nur dann eine gewisse Übereinkunft, wo man sich abgrenzen möchte von anderen, um zu sagen, meine Heimat nicht deine. Und dann ist Heimat, dass man Schweinefleisch essen soll. Obwohl, wenn wir jetzt hier im Raum diskutieren würden, mit rein autochthonen Deutschen äh, würden viele sicherlich irgendwie gibt es ein Vegetarier und vegane Menschen hier im Raum, die sagen würden, oh Gott, um Gottes Willen, äh, äh, darauf kann man meine Heimat nicht reduzieren. Ähm, und das ist nämlich ähm, äh, äh, die, die Grundfrage. Wie diskutieren wir über unsere Zukunft? Wie diskutieren wir über unsere Zukunft? Aber das Zukunft? war ja meine Frage. Wie kriegen wir das sozusagen als, als ein allgemeines Gefühl entwickelt in dieser Gesellschaft? Pedro, haben Sie das mal erlebt, dass Sie, äh, dass Sie auf Menschen getroffen sind, die das, was Sie gerade geschildert haben, sehr eindrucksvoll geschildert haben, auch verstanden haben, die gesagt haben: Ja, so ist es bei mir auch. Und, und gibt es davon mehrere Menschen oder haben Sie eher das Gefühl, dass die Heimatverbundenen, die sich was weiß ich an der Elbe festhalten oder wir in Niedersachsen äh, am, am Maschsee, äh, sind die verbreiteter? Ähm, selten habe ich solche Leute getroffen, aber ich glaube, das ist, um direkt auf Ihre Frage zu antworten, ich glaube, das ist eine Frage von Bildung. Das ist keine moralische Haltung, es geht um keine moralische Haltung, sondern darum, dass man äh, die Realität so sieht, wie sie ist. Das heißt, dass es gibt eine Menschheit und es gibt Verbindungen zwischen Kulturen und sie können ohne einander nicht so. Äh, vorankommen oder sie wären nicht so, so gewesen, wie sie sind. Ähm, und tatsächlich, als ich dieses Interview gehört habe in diesem Film, Dokumentarfilm, Die kleinen Germanen, und dieser ähm, junge Mann, äh, der hat auch studiert, ähm, der war an der Universität, war, hat hatte sogar einen Doktortitel, ich glaube, und ich habe mich gefragt, jemand, der so gebildet ist, wie kann er solche Vorstellung haben von der Welt überhaupt? Dass die Länder so abgetrennt voneinander sind, die Kulturen abgetrennt voneinander, jeder hat seine Heimat und Punkt, unabhängig und abgetrennt von der ganzen Welt. Und mit dieser Vorstellung hatte ich auch schon zu kämpfen, als ich nach Frankreich kam. Weil die Vorstellung, dass ich äh, französische Maler oder französische Schriftsteller in meiner eigenen Sprache schon gelesen hatte, war unvorstellbar für die Leute. Für, Le für Leute aus meiner Generation und diese Vorstellung ist extrem hier geprägt in Europa und egal aus welcher politischen äh, Richtung wir kommen, leider auch diejenigen, die absolut liberal, demokrat, republikaner und ich weiß es nicht, also überhaupt unabhängig von den von AfD und rechtsextremistischen Parteien, wir teilen alle gemeinsam diese Vorstellung von der Welt, von abgetrennten Ländern. Von Heimat, eine einzige Heimat. Und durch moralische, ethische Haltung müssen wir aber aufpassen, dass auch nett sind und lieb sind zu den anderen Leuten. Aber es geht nicht darum. Es geht darum, einfach, dass man die Realität sieht. Dass einfach es gibt eine Geschichte der Menschheit und die Länder, die Kulturen sind nicht abgetrennt voneinander. Es, es gibt, und äh, das ist sehr, sehr, sehr interessant, weil als ich letztes Mal hier war, vor zwei Jahren es war äh, irgendwann eine Frage aus dem Publikum am Ende eine Frau die äh, lange geredet hat und dann am Ende hat gesagt äh, äh, man, wir wollen nicht dass, wir wollen von wir wollen von keine Iranisierung von Europa sondern wir wollen Europäisierung von, von vom Iran und ich habe mir lange also ich habe geantwortet kurz aber eigentlich das ist zu spät weil es gibt seit, 2000 Jahren Beziehungen zwischen Iran und Europa, auch kulturell und, und auch in den Migrationsgeschichten Europäer, die aus dem Iran stammen, die erste Arya. Also, und diese Vorstellung tatsächlich, dass man glaubt, äh, dass die Länder voneinander, die Kulturen so abgetrennt sind, ist extrem falsch. Und das, ich glaube, das muss mit der Bildung an, in der Bildung eben, äh, damit muss man anfangen. Mhm. Wenn wir jetzt mal sagen, also Heimat ist kein begrenzter Begriff, sondern es ist ein Gefühl, das wir sozusagen grenzenlos in uns selber erfahren können. Und wir lassen auch Heimaten von anderen Menschen immer wieder zu, weil deren Heimat ist eben auch individuell entwickelt. Äh, Nadja, äh Nashek Karim, ist das denn für Sie, Sie haben ja vorhin von Multikulti gesprochen, Sie haben gesagt, ich, ich habe schon das Gefühl, Heimat Afghanistan, Heimat Deutschland. Aber dieses Multikulti, was Sie auch sehr liebevoll gerade skizziert haben, geht das ein bisschen in diese Richtung? Ist das nicht im Grunde auch sozusagen das Zulassen von ja, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Heimaten, egal ob das nun Hamburg ist oder Hannover oder eben auch Kabul? Ja, genau, das meinte ich auch. Man kann, also für mich ist der Begriff Heimat, äh, mir gibt... Äh, äh, der Begriff Heimat, äh, Stabilität und ein äh, Rückzugsort, äh, wo ich Kraft schöpfe aus äh, dem, wo ich aufgewachsen bin. Und es muss auch nicht negativ behaftet sein. Ich glaube, dieses Wort Heimat äh, darf nicht dann äh, in, äh, in einem negativen Kontext, also für mich ist das so, wie ich das interpretiere, äh, man kann ja äh, genauso gut viele andere Nationalitäten als Nachbar, als Freunde haben und dennoch auch seine eigene Heimat für sich haben, egal wie man das interpretiert. Und ähm, mit ähm, ja hier in, in Deutschland ist der Begriff Heimat ja, als ich nach Deutschland gekommen bin, äh, bin mit 20 hergekommen, fand ich ähm, auch an der Uni, als ich studiert habe, war der Begriff Heimat so negativ behaftet. In meinem Land war es nicht so gewesen. Ich habe das anders erlebt und empfinde das auch anders. Und ich finde, dass man sowohl seine Heimat behalten kann, also zwei Heimate, ist das für mich in dem Fall Deutschland, Afghanistan, und gleichzeitig aber auch Raum für viele andere zu geben. Ich habe viele Freunde und Bekannte, die Künstler und Musiker sind. Für sie Beispiel Musik, ist die Sprache ist die überall alle Musiker können miteinander kommunizieren aber wenn ich jetzt in Deutschland sagen wir mal die Mehrheit der Bevölkerung was sie gesagt haben es wäre wünschenswert so Weltenbürger zu sein oder zu sagen ich beharre nicht aber es muss nicht negativ behaftet sein man kann das ja positiv also für mich wäre das die positive Interpretation in in dieser Richtung weil ich eine andere Sozialisation erlebt habe wir haben die ersten Fragen aus Ihrem Kreis, aus dem Kreis des Publikums. Hier ist ganz konkret eine an Kübra Gümüşay. Wie sieht eine Sprache aus, die Menschen nicht auf Kategorien reduziert, sondern in ihrem Facettenreichtum existieren lässt? Gibt es dafür vielleicht auch ein, zwei konkrete Beispiele? Also wir brauchen ja Kategorien. Sie sind notwendig, um uns durch die Welt zu navigieren, sonst würden wir an Reizüberflutungen sterben. Von daher geht es nicht darum, Kategorien abzuschaffen. Aber... Wir leben in, einer, in einem gesellschaftlichen Kontext, wo diese Kategorien nicht einfach nur Kategorien sind, sondern Käfige, in denen wir Menschen ähm, einsperren, in denen wir ihnen ihre Individualität, ihre Komplexität, ihre, äh, ihr Facettenreichtum absprechen. Das, wenn man den Blick einmal umkehrt, dann versteht man das sehr gut. Und zwar zum Beispiel, wenn man von sehr absolut von alten weißen Männern spricht. Und immer dann, wenn dieses Wort aufkommt, erlebe ich, wie dann alte weiße Männer äh, darauf reagieren und sich zum Teil ja zum Teil erzürnt sind und eine Verteidigungshaltung kommen, weil sie in dem Moment erleben, was es bedeutet, nicht mehr als Individuum wahrgenommen zu werden mit einer eigenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit einem eigenen komplexen Wesen und Ecken und Kanten und Makeln und Fehlern, sondern wo man als Vertreter einer ganzen Kategorie wahrgenommen wird und diese Kategorie hat negative Zuschreibungen. Wie sexistisch, rassistisch, privilegiert etc. Und muss sich nun plötzlich dazu verhalten. Aber andere Menschen unserer Gesellschaft ähm, kennen das nicht anders. Ihr Leben lang haben sie erlebt, wie sie nie als Individuum wahrgenommen worden sind, sondern immer als Vertretende einer, manchmal der Hälfte der Weltbevölkerung, als die Frau oder ähm, einer ganzen, ähm, von, von allen, die geflüchtet sind, äh, von allen, die eine Migrationsgeschichte haben, von allen, die die gleiche Hautfarbe teilen etc. Und wie kommen wir also hin zu einer Sprache, wo wir das nicht tun und das der Kern, so, so banal das klingt, so mächtig ist das. Und so haben Sie eingangs, als Sie ähm, hier die Runde eingeleitet haben, davon gesprochen, dass man eigentlich nicht aufhören sollte zu lernen, dass man lebenslang weiterlernt. Aber... Und deshalb, ne, Bildung, wenn, wenn Menschen Bildung nutzen, um zu glauben, sie hätten jetzt die Welt verstanden, dann haben sie sich nicht gebildet. Weil Bildung bedeutet eigentlich, zu realisieren, wie wenig man weiß. Ähm, einmal einen kurzen Einblick zu gewinnen in etwas, wo man man häufig dann vielleicht in Ehrfurcht begreift, wie viel noch zu ergründen ist und die Menschheitsgeschichte, die Wissenschaft hat noch nicht die größten Fragen der Welt alle abschließend beantwortet. Es, sind nicht, es ist nicht alles geklärt, weder in den Tiefen der Meeren noch der noch im Welt alles alles irgendwie klar und einfach. Noch in uns Menschen drin, viele chemische Vorgänge in unseren Körpern, von da haben wir noch keine Antworten zu. Also was ich damit sagen möchte ist Letztlich fehlt uns Demut. Demut vor der Größe der Welt. Demut vor der Tatsache, dass die Welt sehr viel größer, reicher, komplexer ist, als wir Menschen mit unserer Sprache, äh, mit, unseren, äh, mit unserer Wissenschaft, mit dem, was wir sehen, begreifen können. Und, ähm, und wenn wir das an den Tag legen würden, dann würden wir einem Menschen, bloß weil wir diesen Menschen einer richtigen Kategorie zugewiesen haben, nicht im Irrglauben leben, wir hätten jetzt verstanden, wer vor uns stünde, sondern wir wüssten, ich kann ihn vielleicht kontextualisieren, aber ich habe mitnichten verstanden, wer vor mir steht. Also sind wir mit der Bitte und eine ganz kurze Antwort, sind wir in einem Prozess, an dem wir aber alle teilhaben können, wenn wir bereit sind, sozusagen unsere Gedanken, unseren Horizont selber zu öffnen? Auch in den sprachlichen Horizont vor allen Dingen. Ja. Okay. Das war ja gut. Die nächste Frage und ich denke mal, die kann Natalia Karim ganz gut beantworten, denn sie hat ja eben auch gerade ihren Bezug zu Deutschland hergestellt. Ist es gerade in Deutschland schwer, vor dem Hintergrund unserer Geschichte Welcoming-Worte zu finden, also tatsächlich sozusagen Worte für das Willkommen zu finden? Ja, ich glaube, bei einigen schon, wenn äh, jetzt, äh, also Sie meinen jetzt die, äh, äh, zum Beispiel mit der Rechte Gesinnungsgedanke, damit meinen Sie? Oder? Ich glaube eher, dass äh, man ja. uns nachsagt, dass wir Deutsche eben sowieso nicht unbedingt das Volk sind, das sozusagen auf... auf äh, ja, auf, auf einer ganz besonderen gefühlsmäßigen Ebene auf Menschen zugeht, sondern immer erstmal nüchtern katalogisiert oder organisiert, strukturell überlegt, was, was können uns diese Menschen bringen. Diskussion 2015, geführt auch bei NDR-Info, war die Tatsache, ja, wenn jetzt so viele Flüchtende kommen, da saßen ganz viele Wirtschaftsvertreter in einer meiner Sendungen, die gesagt haben, ja, ja, da sind ja aber auch ganz viele bei, die können wir nutzen. Puh. Das war ja auch so eine typisch nüchterne Analyse, um diese Zahlen, über die es damals ging, erstmal sozusagen ins Positive zu drehen, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht. Also es ist, ich finde, dass Deutschland verpflichtet ist aufgrund seiner Geschichte und Vergangenheit auch viele Flüchtlinge aufzunehmen, was sie jetzt ja auch die Bereitschaft gezeigt haben im Vergleich jetzt was ich Sehe, in Lesbos passiert ist. Eine gute Freundin von mir, sie ist gerade in Lesbos und schickt mir Berichte. Das ist wirklich katastrophal. Ich finde, das ist schon eine Aufgabe. Und da man kann ja auch viel mehr, jetzt zum Beispiel von Lesbos, mehr Flüchtlinge, wie Boris Pestrosius auch gesagt hat, 5000 aufnehmen und nicht 1500. Es ist, ähm, was die Willkommenkultur auch angeht, in den 60er Jahren waren ja viele ähm, ähm, Gastarbeiter, die Deutschland aufgebaut haben, einen großen Wirtschaftsaufschub auch in Deutschland gebracht haben. Darüber wird kaum geredet. Da gab es ja diese alten Dokumente, Filme, diese Willkommen, der ist eine Millionste Gastarbeiter. Ich denke, es wäre gut dieses ähm, die Geschichte und vor allem wie kann man das da, dass es noch mehr in den Medien kommt, dass in den Schulen kommt, dass mehr darüber gesprochen wird und nicht immer als äh, ein Flüchtling als Opfer oder als äh, als ein Wirtschaftsfaktor, dass es für das Land nützt, sondern erstmal ist Deutschland moralisch verpflichtet die Flüchtlinge aufzunehmen, ist meine persönliche Meinung und dazu ähm, was, was die Wirtschaft angeht und nicht zu so kategorisieren und sagen, die, jemand der gut Computer kennt, der kann hier bleiben und der andere, auch ein Wirtschaftsflüchtling ist politisch Asyl verfolgt. Man muss die Frage stellen, warum kommen so viele Flüchtlinge? Die Grundfrage, was grundsätzlich immer John Galtung auch gesagt hat, warum? Man muss die Gründe wissen, warum auf der Welt Kriege gibt, warum flüchten die Menschen. Zum großen Teil sind ja auch Waffenexporte. Da sind ja Wirtschaftsinteressen. Die ganzen, es werden nicht so viele Afghanen kommen, wenn nicht so viele Waffen gegeben hätte. Ich sage es immer, wenn man einen riesengroßen. Mauer um das Land gemacht hätte und keine Länder hätten sich da eingemischt in Afghanistan, in dem Land, wo ich aufgewachsen bin und wo ich, wo wir auch aktiv sind, der afghanische Frauenfeind seit 28 Jahren, wo wir Frauenarbeit, Mädchenschulen aufbauen, Krankenhäuser, in Kliniken, werden viele, viele auch nicht in Lesbos sein, sie werden nicht an den Grenzen in Iran und Pakistan, wo überall sein. Das ist auch die, Waff die Waffenlobbyisten. Darüber wird wenig gesprochen. Darüber über wird kaum berichtet die Wirtschaftsinteressen jetzt bin ich ein bisschen ausgeführt aber ich denke die Gründe muss man auch immer wissen die Hintergründe beleuchten und nicht immer so mit Schlagwörtern mit Feindbildern mit Hasskampagnen Menschen degradieren und äh, dessen ähm, ja einfach Würde wegnehmen Jetzt noch eine Frage aus dem Publikum äh, was macht das mit einer Gesellschaft wenn häufig schubladenbegriffe verwendet werden äh, ich weiß nicht, Pedro, können, haben Sie da auch einen, einen Gedanken zu? Also mir fällt dazu ein: Natürlich ist es immer einfacher mit Schubladenbegriffen zu arbeiten, weil Schubladen kann man auch schnell zumachen und dann muss man sich damit nicht mehr beschäftigen. Ich glaube, da, dadurch wird auch die Vorstellung von eigenem Land sehr reduziert, wenn man mit Schubladen arbeitet. Das ist das Problem. Das heißt, ab dem Moment, ähm, wo ich glaube, dass, ähm, dass Deutschland ist Deutschland und abgetrennt von der ganzen Welt, dann meine Vorstellung von diesem Land ist auch sehr, sehr reduziert. Und das ist das Problem. Und ähm, dadurch kommen auch Konflikte, baut man Fronten gegeneinander. Und ähm, in Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben, ich würde noch weitergehen und von Kolonialgeschichte auch erzählen. Das heißt, die Konstellation, die wir heute auch politisch erleben, das ist. Äh, das hat auch noch eine andere Grundlage, die noch älter ist. Und äh, diese Kolonialgeschichte muss auch verarbeitet werden. Das ist, Europa ist wirklich sehr, sehr ähm, nicht mal am Anfang dieser Verarbeitung. Äh, Frankreich ist ein gutes Beispiel davon, also, also negativ äh, natürlich äh, äh, leide, aber das fängt langsam, ganz langsam an. Und ich glaube, das ist was, was, was wir sehr oft vergessen: dass die Situation von den Ländern, die Krieg erleben, die ganz, in ganz äh, wirtschaftlicher Armut leben, hat auch eine Geschichte. Und diese Geschichte ist auch mit Europa verbunden, teilweise, teilweise natürlich. Aber diese Verbindung ist auch wichtig. Und ich glaube, durch die Schubladen kommen wir auf eine sehr reduzierte, einfache, auf eine gefährliche Vereinfachung der Realität und eigentlich Bezugverlust zu der Realität. Was sagen Sie, ist Schubladendenken oder Schubladenformulierung ist das auch eine? ist das auch ein, ein, ein Vehikel sozusagen, sich mit Themen möglichst nicht zu sehr zu beschäftigen, weil die wenn die Schubladen offen sind und wenn die Gespräche und die, die Sprache offener ist, dann wird man ja auch eigentlich jeden Tag neu gefordert, während man bei der Schublade sagen kann, komm, die machen wir mal zu und dann habe ich auch meine innere, habe ich meine Ruhe, die möglicherweise sonst nicht mehr vorhanden wäre. Also es wäre natürlich einfacher mit sehr, sehr einfachen Schwarz-Weiß-Bildern zu leben. Aber jeder Mensch erlebt im Alltag, erlebt bei sich selbst, dass diese Schubladen, die man aus Gewohnheit vielleicht weiter versucht zu erhalten, nicht mit der Realität übereinstimmen, dass sie zu einfach gefasst sind. Ähm, manchmal beginnt diese Realisation in dem Moment, in dem ein Mensch selber durch diese Raster fällt, weil ähm, man nicht mehr der den Schönheitsidealen entspricht, weil man Sexismus auf die hässlichste Art und Weise erlebt, sexualisierte Gewalt erlebt, weil man, weil ein Mensch, den man liebt, plötzlich ähm, ähm, Rassismus erlebt, weil, weil, weil man Dinge erlebt, die einem deutlich machen, diese einfachen Schubladen, diese einfache Darstellung der Welt, ähm, sie schadet uns. Und ich glaube, dass alle menschen unter dieser einfachen darstellung der welt leiden und es geht nicht darum zu sagen dass es keine einfachen darstellungen geben darf in dem moment aber in dem man darauf beharrt indem man ähm, alles was etwas mehr nuancen hineinbringt als bedrohung empfindet alles was etwas mehr ambiguität hineinbringt etwas, äh, als bedrohung empfindet dann, dann sperren wir uns alle gegenseitig ein. Und es braucht diese, und ich glaube, dass alle Menschen das können. Es wird immer häufig so getan, als sei das so ein Elitending oder, ja, ja, ihr Kosmopoliten da, ihr könnt in Paris, in London und sonst wo leben und ihr könnt natürlich euch durch diese Ambiguität hindurch navigieren. Das hat wenig, ehrlich gesagt, mit formaler Bildung zu tun. Das hat wenig damit zu tun, durch wie viele Länder man gereist ist. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang in der gleichen kleinen Stadt gelebt haben, nie formale Bildung genossen haben, die sich der Komplexität, der Gesellschaft bewusst sind, allein wenn man sich seine eigene Familiengeschichte anschaut und die, und die Komplexität der Beziehungen, dann weiß man, dass es nicht so einfach ist, dass es die Mutter, das ist die Gütige und der Vater, der ist dies und jenes, sondern alle Menschen sind komplex. Also wenn Sie jetzt alle versuchen würden, sich selbst auf ein Wort zu reduzieren und ihr Leben lang müssen Sie damit leben, niemand würde das freiwillig tun. Wir alle wissen von uns selber, dass wir komplex sind, dass wir uns verändern, dass wir mal so, mal so, dass wir innerhalb eines Tages ein sehr freundlicher Mensch zu einem sehr bösen Menschen sein können. Und ähm, und das ist die Realität, mit der wir aber hantieren müssen. Und zu tun, als sei, als müssen wir, sei man Volksnah, indem man das Volk für dumm erklärt, verhöhnt man das. In dem man so tut, als ähm, äh, bräuchte es diese einfachen Erklärungen, äh, um um Schwarz-Weiß-Bilder zu machen, um Hasskampagnen, wie Sie so schön gesagt haben, zu starten, um äh, 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 verhöhnt man das Volk. Und aber wenn wir anfangen, nicht nur die Komplexität innerhalb unseres Landes äh, zu sehen, innerhalb einer Gesellschaft zu sehen, sondern auch die Zusammenhänge global, dass wir sehen, dass ähm, äh, das ist ein, ein äh, Uh... — Um... zynische Formulierung ist, davon zu, zu sprechen, unsere Verteidigung muss am Hindukusch verteidigt, verteidigt werden, dass damit Kriege gerechtfertigt worden sind, dass unsere Hände und unser Hemd mit Nichten sauber ist ähm, und dass Kolonialgeschichte etwas ist, wie Sie so schön gesagt haben, aufgearbeitet werden muss, damit man sieht, welche Rolle haben wir in der Welt und manchmal stimmt unser Fremdbild nicht mit unserem Selbstbild überein. Das hört sich ja nach unheimlich viel Arbeit an, das kann natürlich ein Stück weit aus einem selbst heraus entstehen, wenn man bereit ist, sozusagen etwas grenzenloser zu zu denken, etwas grenzenloser zu fühlen. Aber welche Rolle kann da aus Ihrer Sicht, Peter, vielleicht aber auch Sie, aus Ihrer Sicht die Politik spielen, die ja sozusagen jetzt gerade eben angesprochen worden ist, die im Grunde ja auch Rahmen setzen kann und Menschen ja auch sozusagen in andere Richtungen, ich will nicht sagen steuern kann, aber, aber beeinflussen kann oder sie in andere Richtungen begleiten kann, durch was auch immer. Ich glaube, dass die Politiker müssen sich ein bisschen mehr in Verbindung setzen mit den Leuten, die eben an solchen Themen arbeiten. Das heißt Historiker, äh, Historiker, die besonders an der Kolonialgeschichte gearbeitet haben, Migrationsspezialisten auch zum Beispiel. Das ist unglaublich, weil wenn man Leute hört, Historiker oder Soziologen, die an dem Thema Migration arbeiten, man hört ganz was anderes, als was bestimmte Politiker erzählen. Viele, auch nicht unbedingt AfD-Leute. Und äh, es geht darum einfach, dass man das ein bisschen, diese Wahrnehmung erweitert und dass die Politiker selber auch ein bisschen die, diese, äh, ihre eigene Wahrnehmung erweitern, eben in Dialog oder anhand dieses Dialog mit Leuten, die einfach daran gearbeitet haben. Wir haben noch eine Frage. Wie kann es gelingen, das ist eine Frage, die gebe ich auch direkt an Sie weiter, wie kann es gelingen, dass Exilanten die Sprache mitgestalten, sodass nicht über sie gesprochen wird? Denn Deutsch ist ja eigentlich auch gemacht für neue Wortschöpfungen. Ja. Also wie kann es gelingen, dass wir sozusagen offener sind, auch für Anregungen, für Sprachanregungen äh, von Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen? Wenn ich Ach. jetzt doch mal wieder wenn ich jetzt doch einmal wieder in Grenzen formulieren durfte. Ja, vielleicht können Sie ich habe die Erfahrung gemacht, vor vielen Jahren arbeitete ich am Adolf-Grimm-Institut, das hieß Inländer-Ausländer in den 70er Jahren mit NDR zusammen, ein sehr interessantes Projekt, da ging es um Integration und da war alle Teams, wo wir in den Volkshochschulen und überall in den Kommunen und so wir gearbeitet haben, bundesweit, bestand aus zwei als quasi ein Biodeutsche und einer, der Migrationshintergrund hat. Ich glaube, das ist die Faustregel. Und so wäre das am besten in allen Seminaren, Workshops bei den Politikern, äh, bei Entscheidungsträgern, äh, immer zweier Team dabei zu haben und genau, was Sie gesagt haben, äh, nachzuvollziehen zu können, was da vorgeht. Ich glaube, vieles kann man durch das emotionale Leben aus der Nähe, durch Dialog, durch Kommunikation, die Menschen. Ähm, alleine Bücher äh, reicht nicht aus oder äh, per YouTube oder einen Film zu sehen, sondern man muss mit den Menschen zusammensitzen, miteinander reden, kommunizieren, auch bei den Politikern. Ich kann Ihnen noch ein Beispiel geben. Ein sehr, von mir sehr geschätzter Filmemacher, der leider verstorben ist, Gordian Troller, der in, Berlin, in, in Hamburg lebte, vielen Jahren im Namen des Fortschritts viele Filme gemacht hat. Er hat mir mal gesagt, Nadia, weißt du am besten, wie man Vorurteile... Äh, beseitigen kann, wäre, man sitzt zwei Wochen lang mit anderen Kulturen und jeder sagt, was für Vorurteile man hat. Einfach grenzenlos. Es gibt ja auch der, Neg der positive Rassismus. Also einfach zu sagen, wie blöd seid ihr oder wie, wie seid ihr gestrickt. Und wenn man da ganz offen und ehrlich miteinander ist, dass man da eine Ebene erreicht. Und ich fand das wirklich großartig, wie er das so mir gesagt hat. Und er hat auch tolle Filme gemacht. Ich einige von Ihnen wahrscheinlich kennen ihn, Gordian Troller für die Reihe Radio Bremen hat ja immer interessante Sachen produziert. Und ähm, als ich in Afghanistan jetzt bin oder in Deutschland, manchmal bin ich äh, Deutsch, hier, verteidige ich äh, die afghanische Sichtweise manchmal oder die ähm, orientalisch oder wie auch immer, aus Asiatisch, es ist immer sehr unterschiedlich, wie es hängt davon ab, wo ich bin. Und wenn ich in Afghanistan bin, da verteidige ich auch Deutschland, weil da nach Mauerfall, wenn ich auch diese schlechte Erfahrung hier gemacht habe, das war nur einmal, aber dennoch haben sie mich gefragt, äh, sind die Deutschen alle Rassisten, sind das alle Nazis, kannst du überhaupt auf der Straße gehen? Nach Mauerfall habe ich gesagt, um Himmels Willen, ich habe tolle deutsche Freunde, da sind so viele großartige. Menschen, das heißt immer diese Vorurteile, diese Schubladen, die gibt es in allen Kulturen. Und man muss einfach an, mit den Menschen reden, in Dialog kommen und erklären. Und genau, was Sie gesagt haben, Bildung alleine reicht nicht aus, man muss erklären. Man muss ganz lange erklären, miteinander sitzen und das zu sagen, wie das Leben auch ist. Und dann geht das. Auch bei den Politikern. Sie müssen aus ihrem ähm, äh, Glashaus rauskommen. Und mit den Menschen zusammen sein, dann geht das. Darf ich noch einen Satz noch hinzufügen? Wir sprechen auch darüber viel. Wie kommen wir dahin? Der Arabist Thomas Bauer in seinem Buch. die Kultur der Ambiguitätstoleranz heißt das Buch, glaube ich, beschreibt er, wie es eigentlich historisch auch mal so war, wie es Zeiten gab, wo christliche Theologen über heidnische Traditionen schrieben, in lobenswerter Weise, ohne jetzt sozusagen, weil sie christliche Theologen sind, da herabschauen, draufzuschauen, ähm, wo sie Ambiguität ausgehalten haben. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, die Standardversion eines Menschen ist, dass er... Nur in absoluten Kategorien und Schubladen denken kann, sondern wir kultivieren das. Wir bestrafen Menschen, ähm, die ähm, zögerlich sind, auch mal zweifeln, sich selbst hinterfragen und wir belohnen Menschen mit Aufmerksamkeit, die uns absolute Wahrheiten präsentieren, so tun, als sei alles klar und bin der, dann, mich beeindruckt nichts mehr, ich habe schon alles gesehen. Ähm, dabei ist, ist das. Dieses Leben von Demut, ja, Menschen, die bis ins hohe Alter sich noch das Leuchten in den Augen erhalten können, die bis ins hohe Alter noch staunen können, diejenigen Menschen, die wir zum Vorbild nehmen sollten. Und wir erziehen einander zu einer Kultur, die das zelebriert. Und es ist nicht so, dass wir so sein müssten oder nur so sein können. Ja, wir sind schon fast am Ende der Diskussion. Ich habe noch eine Frage aus Ihrem Kreis, beziehungsweise aus möglicherweise auch dem Kreis derjenigen, die uns beim Stream zugeschaut haben. Wir haben ja heute über Exil und Heimaten gesprochen, die Suche nach der eigenen Identität und die Überwindung von Fremdzuschreibung. Ich glaube, wir haben heute eine Menge Ansätze hier vermittelt bekommen, die wir vielleicht natürlich jetzt. Morgen ganz aktiv in unserem eigenen Umfeld schon umsetzen wollen. Die Frage ist: Wie kriegen wir einen großen Schneeball daraus äh, im Laufe der nächsten Jahre, nicht erst der Jahrzehnte? Das wäre ja ganz gut, wenn wir sozusagen ein Stück weit mehr Toleranz auch für die Heimatbilder anderer Menschen zulassen. Und äh, in diesem Zusammenhang die letzte Frage, die ich dann einfach an alle drei Gäste hier nochmal weitergeben. Zu, und wo kommst du wirklich her? Warum wollen wir eigentlich so viel über Wurzeln und Herkunft sprechen? Wenn ich das jetzt heute verstanden habe, müssen wir eigentlich gar nicht über Wurzeln sprechen, weil wir haben die Wurzeln in uns selber und die können auch jeden Tag ein Stück weit wieder verändert werden. Und äh, auch der Begriff Herkunft ist äh, ein, ein tradierter Begriff, der uns im Grunde bei dem Miteinander überhaupt nicht weiterbringt. Also kriegen wir das hin, äh, tatsächlich sozusagen diese eigenen Identitäten und diese eigenen Heimaten. Dauerhaft zuzulassen und uns darüber gegenseitig tatsächlich in die Augen zu schauen und zwar eben in die Augen zu schauen und zwar wirklich auf Augenhöhe. Ist das, ist das ein Ziel, das Sie für realistisch halten, oder ist das ein Ziel, das wir hier idealerweise diskutiert haben und auch zelebriert haben und auch dargestellt haben, ohne dass wir jetzt wirklich den richtigen Weg wissen, wie wir da hinkommen? Wer fängt an? Pedro, Sie haben angefangen vorhin. Also ich glaube, es gibt, es passiert schon sowas bei vielen Menschen. Also ich habe es schon erfahren auch, dass ich meine, das ist nicht so, dass das, worüber wir reden, ein Ideal wäre, was überhaupt nicht existiert. Es gibt Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, die auch die Sachen so wahrnehmen: Deutschen oder Franzosen oder Iraner. Also es geht wirklich um eine Sichtweise, die aber schon existiert bei viel bei vielen Menschen, auch wenn das nicht die, Domin die, die dominante Sichtweise ist. Insofern ist das überhaupt nicht utopisch. Ich glaube. Nadja. Ich hoffe, wenn die Politik mit, mitmacht und die Medien, ich glaube, sie tragen einen großen Beitrag dazu bei, wie vorhin erwähnt. Ja, und? Äh, äh, das Schlusswort von Kübra. Wort, okay. Ähm, <laughs> ja, wortgewaltig. Ähm, die Frage ist ja, warum stellen wir diese Frage? Und vielleicht erinnern sich einige hier im Raum an, vor ein paar Wochen war das, glaube ich, noch, war es nicht in Stuttgart, wo dann die... Ähm, die, die Stuttgarter Polizei nach diesen, äh, äh, wo randaliert worden ist in der Innenstadt, dann auf Ahnen, in Ahnenforschung sich plötzlich begab, um was so total nicht im Zusammenhang stand mit, mit dem, was da passiert ist. Ähm, und in dem Moment, in dem das der Grund ist, warum wir einen Menschen fragen, wo bist du? Ne, äh, was sind deine Wurzeln? Ähm, ist diese Frage eine, äh, die die Menschen meiden, eine Frage, die verletzen kann, eine, die demütigen sogar kann. Aber eigentlich ist das eine sehr interessante Frage. Ähm, ich möchte wissen, wie Menschen zu den wenigen Menschen geworden sind, die sie sind. Wenn ich, wenn ich mit meinen mein Freunden in den Kreis, wenn ich mit ihnen rede, dann möchte ich wissen, wo kommt deine, diese Ecke und Kante her? Und das hat nicht so sehr damit zu tun, in welchem Land sie aufgewachsen sind oder äh, ne, mit Migration und allem, sondern das ist dann auch ein Teil dessen, aber es ist so viel mehr. Und, und eigentlich ist das ein schöner, ein schöner äh, Anspruch, ähm, den Menschen, der vor einem steht. Ähm, all das zu sehen, was sozusagen diesen Menschen zu dem gemacht hat, die, der dieser Mensch ist. Und ich hoffe auf Zeiten, und das, äh, äh, glaube ich, hast du schön beschrieben, ist in Teilen schon Realität, ist wo diese Frage eine schöne Frage ist. Aber wir leben jetzt in Zeiten, wo wir darüber auf die Menschen einen Kleber. Ähm, äh, kleben wollen an die Stirn und, ähm, und sie abheften wollen und die Schublade zumachen und nochmal äh, zuschließen und damit diese Menschen nicht mehr hören, nicht mehr sehen können und damit Menschen in Käfige stecken und sie ihrer Individualität und Menschlichkeit berauben. Ähm, und dabei steckt so viel Potenzial in dieser Frage. Ja, wir haben viel über Sprache gelernt. Wir haben viel über Sprache und Verbindung zur eigenen Identität, zur Heimat heute denke ich gelernt. Also für mich ein sehr interessanter Abend. Ich hoffe für Sie ähnlich. Und ich denke bei allem, was wir heute mitbekommen haben, dass wir unseren Sprachgebrauch etwas überdenken müssen. Die Inhalte unserer Sprache, die Begriffe, ein bisschen mehr in Frage stellen sollen an der einen oder anderen Stelle. Ein Begriff bleibt, glaube ich, immer und der ist Danke. Danke dafür, dass Sie heute unsere Gäste gewesen sind. Danke, dass Sie heute zugehört haben, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie mitdiskutiert haben. Und wenn Sie Lust haben, morgen ab 20:35 Uhr bei uns bei NDR Info nochmal einen Zusammenschnitt dessen, was heute hier gesagt worden ist. Und von daher Ihnen noch einen schönen Abend heute. Egal mit welchem Heimatgefühl Sie heute nach Hause gehen, es ist Ihnen jeweils überlassen. Entwickeln Sie Ihre eigene Heimat und lassen Sie andere zu. Danke. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körper-stiftung.de/slash Mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald!